grüß euch. Heute wollen wir mal all diejenigen, die sich fürs Skitouren gehen interessieren, aber bisher eigentlich noch nicht so mit der Sportart befasst haben, erklären, um was dabei geht. Das Skitouren gehen oder besser gesagt eigentlich Skibergsteigen ist für mich so die spannendste und abwechslungsreichste Sportart, die man in die Berge so treiben kann. Man kriegt erstens mal herrliche Landschaftseindrücke. Man wird sowohl konditionell als auch technisch, also skitechnisch und alpinistisch gefordert und braucht ein solides Risikomanagement, um mit den alpinen Gefahren umgehen zu können. Und vor allem hat man eine sehr vielfältige Auswahl an Tourenmöglichkeiten. Das geht los von einfache Skiwanderungen schon fast auf so Voralpenhügel, auf flache, über beliebte Genuss-Skitouren mit tolle rasante Abfahrten bis hin zu hochalpine Skitouren im vergletscherten Gelände auf 3000er und 4000er, wo man dann auf dem Gipfelanstieg vielleicht schon mal ein bisschen klettertechnisch gefordert ist oder auch mal mit Steigeisen irgendwo raufsteigen muss. Und wie funktioniert das Skitourengehen? Beim Skitourengehen habe ich spezielle Tourenski und die haben eine Bindung, bei denen die Ferse nicht in der Bindung drinsteckt. Das heißt, mein Fuß ist beweglich und ich kann aufsteigen, als würde ich normal gehen. Und damit ich nicht immer wieder zurückrutsche, klebe ich mir Felle an meine Skier unten hin, die in der Vorwärtsbewegung gleiten und eben, wenn ich zurückrutsche, mich halten. Und wenn es eben besonders vereist oder harschig ist, dann kann ich mir auch Harscheisen an meine Skier hinmachen und die Spitzen, die bohren sich dann in den festen Schnee rein und verhindern eben nochmal, dass ich zurückrutsche. Und wenn ich am Gipfel oben angekommen bin, dann entferne ich die Felle, ich entferne die Harscheisen und fixiere meine Ferse in den Hinterbacken von der Bindung, dass ich wie in einem normalen Alpinski auch drin stehe und kann dann eine tolle Tiefschneeabfahrt genießen. Also falls du jetzt zum Skitourengehen anfangen willst, brauchst du natürlich erstmal gewisse Grundausrüstung. Das erste ist Tourenski, der ist gegenüber einem Alpinski speziell zum Fahren im Tiefschnee geeignet und ist auch ein bisschen leichter, um im Aufstieg weniger Gewicht an die Füße zu haben. Dann, wie schon erwähnt, eine Tourenbindung und Steigfelle zum Aufsteigen. Darüber hinaus braucht man dann noch Skistöcke und vielleicht Halscheisen noch für ein bisschen kritischere oder harte Bedingungen. Das war mal die Skitourenausrüstung. Dann als Sicherheitsausrüstung für die Lawinensicherheit benötigt man ein LVS-Gerät. Das ist ein Sendegerät, das elektromagnetische Wellen aussendet. Und falls du von einer Lawine verschüttet wirst, dann können deine Kameraden ihre Geräte auf Empfang umstellen und können dann die Signale orten und können dich hoffentlich schnell ausgraben. Darüber hinaus braucht man dafür dann eine Lawinenschaufel und eine Lawinensonde. Ansonsten ist die Bekleidung, die man anhat, sollte eben wintertauglich sein, möglichst so mehrschichtig, dass man sowohl bei kalten Temperaturen nicht friert, als auch einen schweißtreibenden Aufstieg bewältigen kann. Außerdem braucht ihr einen speziellen Skitourenschuh. Und was da das Besondere dran ist, das erfahrt ihr in einem speziellen Video, das wir auch auf unserem Kanal haben. Was gibt es Besonderes zu beachten beim Skitourengehen? Das Wichtigste, was man beim Skitourengehen beachten muss, ist der Schnee. Das heißt, ich muss mich mit Lawinen auseinandersetzen. Das bedeutet, ich muss einen Lawinenlagebericht deuten und verstehen können. Der ist eingeteilt in Stufen 1 bis 5, das heißt 1 ist gering und 5 ist sehr hoch. Und wenn ich noch nicht so viel Erfahrung habe mit den Lawinen und wie ich das alles einschätzen soll, dann sollte ich mich am Anfang eher von 1 bis 2 halten in diesen Warnstufen. Und vor allem Berge gehen, die als relativ lawinensicher gelten. Und wenn ihr eine Anregung braucht, wo ihr hingehen wollt, dann schaut euch die Skitourenführer von Markus an, über die Bayerischen Alpen und über die Kitzbüheler Alpen. Gut, also wenn du jetzt mal selbst Skitourengehen ausprobieren willst, einfach so drauf losgehen ohne jede Anleitung, ist vielleicht jetzt fürs Erste nicht unbedingt die beste Idee. Idealerweise machst du vielleicht erstmal einen Skitourenkurs, gibt es zum Beispiel von verschiedenen Bergschulen oder beim Alpenverein haben manche Sektionen sowas im Angebot. Oder falls du irgendwelche Freunde, Spätzl hast, die schon erfahrene Skitourengeher sind, dann fragst einfach mal, ob sie die vielleicht mal mitnehmen auf eine leichte Tour. Und ansonsten, nach so einem Kurs würde ich, wie gesagt, erstmal leichte Touren empfehlen. Außerdem habe ich noch ein Skitourenlehrbuch geschrieben, das ist beim Rotter Verlag erschienen. Da sind die ganzen Inhalte auch nochmal ausführlich detailliert dargestellt. Und darüber hinaus könnt ihr natürlich auf meiner Website und auf unserem YouTube-Kanal immer interessante Infos finden. Also einfach immer wieder mal vorbeischauen. Und jetzt wünschen wir dir einen tollen Einstieg ins Skitourengehen und hoffen, du hast viel Spaß und bringst viel spannende Erlebnisse mit.